Ja, hallo und herzlich willkommen, ganz ehrlich, hinterm Karlsruher Hauptbahnhof. Achso, darf ich nicht verraten. Ja, wir haben da nämlich noch ein ganz kurzes, aber überaus wichtiges Thema vergessen, was man videotechnisch noch ansprechen müsste. Ein Dankeschön-Spezial. Da war vor schon ein Weilchen her, glaube ich. Kann ich sagen, wann genau, ich habe echt den Überblick verloren. Aber es gab mal ein Paketchen, was mich erreicht hat. Da war dieses Messer drin, ist kein Einhandmesser. Wenn man sich Mühe gibt, kriegt man vielleicht trotzdem einhändig auf. Ja, es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Tada! So, und das hat folgende Spezifikation. Ne? Es hat eine Klinge. Ist durchaus brauchbar scharf. Definitiv. Definitiv sehr brauchbar. Und hat ein Backlock. Ne? Also wenn man hier draufklickt, drückt, dann geht es auch wieder zu. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, ich habe nur eine Hand. So. Und dieses Messer hat eine nicht sehr männliche Farbe. Das hat einen Grund, denn das wurde mitgeschickt in der Hoffnung, dass man die Dame des Hauses vielleicht damit ein wenig bestechen möge oder ähnliches, dass die auch mal was kriegt. So, jetzt hatte ich allerdings gerade keine Dame des Hauses griffbereit, als dieses Messer mich erreicht hat. Also hat das Messer darauf gewartet, das hatte ich auch damals so gesagt, dass mal eine entsprechende Dame verfügbar wird. Jetzt hockt sie nebendran und damit kann ich dieses Messer jetzt hochoffiziell übergeben. Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern du im Bild sein darfst. Zwecks Messerübergabe kurz. Ja, ja. So, hallo. Das ist das Messer, das kriegt jetzt sie. Jetzt ist sie glücklich. Jawohl, vielen Dank, den edlen Herrn Scheinkomm. Kann ich ganz viele leckere Dinge kochen. Und damit habe ich jetzt ganz viele Pluspunkte gesammelt. Und sie ist begeistert, dass das Messer außerdem feststellbar ist, weil sie mit nicht feststellbare Messer überhaupt nicht leiden kann. Ja, sie schneidet sich in die Finger und sie schneidet es auch. Genau. Und deswegen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Eben wie gesagt, kleines Dankeschön-Spezialvideo. Also der Folgeauftrag, das Messer weiterzureichen, bei sich bietender Gelegenheit habe ich damit erfüllt. Also ich habe sie schon vor ein paar Tagen hier angedrückt, aber wir wollten das jetzt nochmal dokumentarisch festhalten. Tschüss.